Song. Es ist ein Lied von meiner ersten oder zweiten oder dritten CD, ich weiß nicht mehr genau. Es ist eine gute CD, sie steht auch hier, sie ist erkäuflich. Sie ist erwerblich, kostet einen 10-Euro-Schein, einen 10-Euro-Schuldschein vom Staat, wo 10 draufsteht. Es ist eine schöne CD, ich habe sie selbst getan. Mein Name ist Stefan D. Für alle, die mich nicht kennen, ich glaube, ich habe so das Gefühl, wir sind hier über die Hälfte, die mich noch nicht kennt. Das macht aber nichts, ich bin trotzdem zuversichtlich, dass auch ihr mich kennenlernen werdet. Genregrenzen stehen mir nicht im Wege. Ich stehe über den Genregrenzen. Denn Genre sind nur dazu da, um den Verbraucher mit dem zu konfrontieren, was er ohnehin schon mag. Also komplett für den Arsch. Und für mich als Musiker sowieso sinnlos. Oder? Christian? Super. Obwohl, ist das schon ein Genre? Ein Mann mit Gitarre? Ist das denn schon ein Genre? Weil man sagt, böse Zungen überhaupt Singer-Songwriter. Aber das möchte ich nicht sein. Ich möchte das nicht. Das ist ja auch ein Genre, und ich stehe aber darüber. Naja, so viel für heute Abend.
Die Schwarze Mamba, ja. Ganz neu, zum ersten Mal live, auch mit Gitarre. Zum allerersten Mal eine Premiere sozusagen. Freut mich. Ich gratuliere euch zu mir. Achso, ja, wie gesagt, zum ersten Mal live. Also, pass auf. Afrika, Namibia, dort fand ich sie, in der heißen Savanne da. Ich wollte sie küssen, doch sie ließ mich nicht. Sie hat mich gebissen, wie süßlich schmeckt ihr Gift. Die schwarze Mamba, ich nenne sie Alexandra, von der Savanne auf meiner Veranda. Sie züngelt, sie kriecht, so grau, so feucht, so giftig, so schön, so farblos, nicht schön. Südafrika, Eritrea, ich weine um sie, keine Träne mehr. Ich wollte sie küssen, doch sie ließ mich nicht. Sie hat mich gebissen, süßlich schmeckt ihr Gift. Die schwarze Mamba, ich nenne sie Alexandra, von der Savanna auf meine Veranda. Sie züngelt, sie kriecht, so grau, so feucht, so giftig, so schön, obszön. Sie wird mein Leben nie verstehen. Meine schwarze Mamba, hey, ich nenn sie Alexandra, mit ihr tanze ich Samba, auf meiner Veranda. Sie züngelt, so kriecht, so grau, so feucht, so giftig, so schön. Ich vergesse mal das Wort, ob es hört. Und bald ist es um mein Leben geschehen. Ich habe selbst gemerkt, ich bin ein wenig textunsicher bei diesem Lied. Es war eine Premiere, wie gesagt. Also bitte seid nicht ganz so streng. Ich streite mich unglaublich gerne, am liebsten mit meiner Freundin. Und wir streiten uns dann einen Tag, zwei Tage, reden dann drei Tage nicht miteinander. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich ja Musiker sei. Du schreibst ja ein Lied mit ihrem Namen oder einem anderen Namen, am besten ihr, wenn es zu Erfolg führen soll. Schreibe dieses Lied und singe es vor auf Knien und sie fällt mir dann bei Beenden des Liedes wieder um den Hals und alles ist wie früher und wir verstehen uns wieder. Aber eine halbe Stunde später streiten wir uns erneut und dann ist sie endgültig weg, geht raus, jetzt endgültig packt ihr Sachen und ist weg, endgültig. So, das war's. Aber das Lied, was ich für sie geschrieben habe, dieses Lied, dieses eine Lied, das ist dann noch da. Habe ich dieses Lied, so wie ich behauptet habe, dann tatsächlich für sie geschrieben oder habe ich es für mich geschrieben? Ja, muss ein bisschen nachdenken jetzt, aber es klappt. Antwort, ich habe es für mich geschrieben. Also liebe Mädchen, liebe Frauen, verehrte Schwestern, falls ihr jemals einen Musiker als Freund habt, glaubt ihm kein Wort, wenn er sagt, er hat euch ein Lied geschrieben. Er macht das für sich. Das ist ein falscher 50er. Wenn euch ein Lieder unter dem Fenster vorträgt, das macht er für sich. Glaubt mir. Ich habe Erfahrung damit. Das nächste Lied habe ich für meine Freundin geschrieben. Dankeschön. Baby, ich liebe nur dich. Doch ich bin ein seltsamer Wicht. Du siehst es schon an meinem Gesicht. Bitte provoziere mich nicht. Baby,
bitte, bitte heirate mich. Wenn du dein Versprechen brichst, warte ich mit der Axt auf dich. Ich bin zerfressen von Misstrauen, geschüttet von Ängsten, durchwachsen von Eifersucht. Ein zerrüttetes Geschöpf, ein seltsamer Kunde, es ist total verflucht. Hey, 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 sweetie honey, sugar pie, sag mir, hast du einen anderen Mann? Erwische ich euch beide zusammen, nimm die Beine in die Hand und renne so schnell wie du kannst. Baby, du bist mein ganz allein und ich bin deine Nummer eins. Ich bin dir immer treu wie ein Stein und fordere das auch von dir ein. Ich bin gebeutelt vom Jähzorn und höre Stimmen. Ich rase wie ein wildes Tier. Eine tragische Figur, ein weirder Kerl, geboren um zu kontrollieren. Honey, sag mir, hast du einen anderen Mann? Erwische ich euch beide zusammen, nimm die Beine in die Hand, so schnell wie du kannst. Ja, beachte mich, beachte mich. Hier bin ich, hier bin ich. Sei doch aufmerksam, sei doch aufmerksam. Ich habe Geltungsdrang. Da platzt mir gleich der Damm. Unsere Beziehung ist wie eine Zitrone, gelb und sauer. Und jetzt nochmal der Refrain. Hast du einen anderen Mann, erwische ich euch beide zusammen. Nimm die Beine in die Hand, hey, und renne so schnell wie du. Ja, hast du einen anderen Typ, erwische ich euch mit einem Polyp. Nimm seine Beine in die Hand, hey, und trag sie um deinen Hals wie einen Tintenschal. Lass die Saugnäpfe, lass seine Saugnäpfe an dir saugen wie ein animalisches Phallus. Tut mir leid, das war nicht so. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Aber ich möchte schnell das Lied beenden. Renne, renne so schnell wie du kannst. Das ist gut, oder? Naja. Ich habe eine CD hergestellt, die ist auf dem Tisch zu sehen, die kostet 10 Euro. Man kann sie käuflich erwerben und ich wette, keiner von euch möchte sie kaufen. Überzeugt mich vom Gegenteil. Das ist Psychologie. Tief in Yokohama lebt ein weiser Mann. Und im ganzen Lande ist er wohl bekannt. Und die Menschen kommen aus der ganzen Welt, wollen sich entspannen, geben ihm ihr Geld. Shunio Masune, mach die Tore auf, lass mich in dein Garten, ich halte es nicht mehr aus. Bambus, Moos und Farne auf grauem Schotterbeet, relax in der Oase, kommt alle her und seht. Und willst du in den Garten, musst du nicht nach Japan. Nimm einfach die U-Bahn und steig aus in Marzahn, Marzahn. Shunio Masuno, mach die Tore auf, lass mich in dein Garten, ich halte es nicht mehr aus. Shunio Masuno, lass mich in dein Garten, ich halte es nicht mehr aus.
in deinen Garten. Ich halte es verdammt nochmal nicht mehr aus. Im April ist es wieder so weit, da macht der Garten auf. Geht also alle nach Marzahn und haha, habt viel Spaß. Haha, habt viel Spaß. Haha, habt viel Spaß. Dankeschön. Ein ganz besonderer Hut, es ist kein alter Hut, es ist auch kein Hut, den man aufsetzen kann. Es ist ein Hut, in dem man etwas reintut, am besten Dinge, die nicht klimpern. Und also Münzen auch, weil Münzen klimpern ja auch nicht, eine einzige Münze klimpert nicht. Weißt du, so, ihr wisst schon Bescheid, auf jeden Fall, wir können nachher noch ein Privatkonzert machen. Man bin ich sehr gerne bereit, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Ihr widert mich an. Nein, das stimmt gar nicht, das ist einfach nur ein Scherz, ich bin ja nur blöd. Das Kind weiß es. Wie heißt du? Tim. Tim, super Name. Sehr guter Name. Hast du dir sehr gut ausgesucht, Tim. Okay, alles klar. Dann will ich euch entlassen. Möchte ich mal. Mein Name ist Stefan D. Bitte geht auf meine Internetseite. Lasst bei Facebook ein Like da. Geht auf meine Homepage. Ich mache lustige Videos. Ich male nach Aufträgen Porträts. Das ist kein Witz. Obwohl es so aussieht. Obwohl es so aussieht, würde ich am Laufenden ein Witze machen. Das ist kein Witz. Ich male nach Aufträgen Porträts. Falls ihr irgendjemand braucht, der auf der Weihnachtsfeier live gemalt werden will, das mache ich natürlich nicht. Natürlich, auf der Weihnachtsfeier trete ich auch mit Musik, mit dem Scheiße oder auf die Firmenfeier. Wenn jemand kennt, der einen speziellen Humor hat und der eine Type, den ich gern sehen möchte, dann sagt doch mal Bescheid. Auf dieser Seite, dieser Facebook-Seite mit dem Namen Stefan D. oder auch auf der Homepage mit dem Gästeneintrag, auch wichtig. Ihr wisst ja jetzt, wie ich heiße, hier nochmal zum Einprägen ganz kurz für fotografische Gedächtnisse. Dieser Schriftzug ist von mir selbst erfunden worden, auch das habe ich selber gemalt. Mit Pinsel und Farbe. Pinsel und Farbe nennt man das. Schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wart sehr gut, ihr wart das beste Publikum, was ich je im Landrat hatte. Super. Ich hoffe, ich habe fast alles gesungen, was jetzt hier steht, und das ist wir schreiben noch was dazu. Gerne, hier, der Zettel kann rumgehen. Ich brauche ihn aber nach dem Lied wieder. So. Ich singe jetzt ein Lied, was sehr traurig ist. Ah, ich muss ganz kurz gucken, wenn man blind.
über die Straße. Ich bin blind, so blind, blind vor Liebe. Bring mich in meinen Garten, ich bin ein Kind. Ich bin so blind, blind vor Liebe. Selber eine Gänsehautentzündung gerade, habt ihr gemerkt, dass es halt ein bisschen beschaulicher ist, kann auch so, habt ihr gemerkt, ja? Mhm. Ist nicht nur hier so ein alberer Typ, der hilft da oben, was das da vielleicht, bin ich gar nicht, kann auch so. Ich kriege auch Frauen rum mit diesen Liedern. So. Dankeschön.